Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich insbesondere unsere ganzen Gorehounds herzlich begrüßen und willkommen heißen, denn heute reden wir über Independent-Filme. Denn der liebe Flo von Uncut TV hat 4 neue Releases am Start in seinem Shop und er hat mir ein Päckchen zukommen lassen, mit 2 Filmen davon. Lieber Flo, herzlichen Dank für dieses schöne Paket. Ja, richtig, richtig cool. Da freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Und Notizen haben wir, ein schönes kaltes Getränk, denn ich habe noch Nachtschicht, also kein Bier. Ja, Messer haben wir auch am Start. Und würde ich sagen, legen wir auch gleich direkt mal los. Über Independence-Filme mache ich ja nicht ganz so viele Videos, obwohl ich mittlerweile da echt auf den Geschmack gekommen bin. Ja, und ich mache erstmal das Paket auf. Und freue mich jetzt einfach riesig, mal zu gucken, was hier in dem Paket drinnen ist. So, auf hätten wir das schon mal. Zumal, sage ich mal, die Independence-Szene ein bisschen, wie soll man es sagen? Da ist leider dieses Jahr etwas sehr, sehr Trauriges passiert. Und zwar ist der Schauspieler Marco Klammer, den einen oder anderen wird dieser Name etwas sagen, der ist leider dieses Jahr verstorben. Sein letzter großer Film, da hatte ich auch eine Review zu gemacht, das wäre hier Todesmarsch nach Chiasso. Und als ich das gehört habe, hat mich schon sehr schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher werde ich diesen Film absolut in Ehren halten, weil auch hier die Unterschrift von Marco Klammer drauf ist. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Geschichte, die wirklich einen sprachlos gemacht hat, auch sehr traurig gemacht hat. Von da habe ich erst überlegt, sollte überhaupt heute das Video dazu machen, aber ist ja auch Quatsch, das Leben geht weiter und der liebe Flo hat ja auch wirklich viel Arbeit und Mühen jetzt in seinen neuen Releases gesteckt und wie gesagt, es gibt 4 neue Filme, 2 habe ich hier, 2 werde ich euch einblenden, weil man die erst ab dem 15. Juni bekommt. So, und Paket habe ich schon mal aufgeschnitten, werde ich das mal aufmachen und so sieht es von innen aus mit jede Menge Klebematerial, von Black Lava, hier schön Uncut TV Aufkleber, meine Gott, sind das viele. So, dann hätten wir hier ein paar Flyer. Halte ich einfach mal, kann den Titel nicht lesen. Da versuche ich mich erst gar nicht dran. das hatte ich auch, glaube ich, schon mal letztens in meinem Paket vom Black Lava. Das Töchterleins Light, den werde ich mir auf jeden Fall bestellen beim lieben Flo. Dann hätten wir noch einen Flyer. Boah, den kann man auch in die Kamera halten. Ist ja alles verdeckt. Und hier haben wir noch ein paar Aufkleber. Dann hätten wir noch das schöne Teil hier, Megalomaniac. Den habe ich auch inzwischen gesehen und das ist wirklich ein sehr, sehr schizophrener Film. Wirklich sehr, sehr verstörend. Wirklich auch sehr, sehr hart gemacht, meiner Meinung nach. Es gibt da schon einige Reviews dazu. jeder hat immer eine etwas andere Meinung. Ich fand den Film auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Man hat ja hier oft beziehungsweise den Vergleich zu Matthäus. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also es gibt halt die Szene, wo sie halt hier die Frau gefangen nehmen und wie ein Tier quasi zu Hause halten. Hat aber trotzdem gar nicht so viel mit Matthäus zu tun, eigentlich überhaupt gar nicht. Und auch hier mit der Schlechter von Mons. Man weiß nicht heutzutage hundertprozentig, wer der Mörder ist. Und
Ja, man hält sich ja auch wirklich nicht an die Story, sondern ja, man sieht eigentlich dann quasi nur die Morde. Und ja, ich glaube, da hat man einfach stark die Werbetrommel gerührt, ja, um ja, den Film dadurch besser zu vermarkten, was meiner Meinung nach eigentlich unnötig gewesen ist, weil, wie gesagt, Megalomaniac war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Also da hätte man jetzt nicht draufschreiben müssen, dass er wie Martyr ist oder sonstiges. Hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. Der Film, der spricht absolut für sich. Ja, ich fand den auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich werde auch ja, bei meinem nächsten Monatsupdate, da zeige ich euch auch wieder, welche Filme ich geguckt habe, weil zu meinem neuen Format komme ich ja momentan nicht. Also muss ich alles ein bisschen, ja, muss ich ein bisschen improvisieren. Ja, dann hätten wir auch hier die Rückseite von Maneater, den habe ich mir ja auch geholt. Ne? Wer das Video noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch ja gerne anschauen bei meinem letzten Monatsupdate. Ja, das habe ich hier schon. Ja, man sieht aber eigentlich nichts. Ja, vielleicht muss ich das ein bisschen zensieren gleich. Muss ich mal schauen. Habe ich gar nicht nachgedacht. Obwohl man sieht eigentlich gar nichts. Ja. Und ja, Maneater habe ich noch nicht geschaut. Ja, also der Megalomaniac, der hat mich erstmal ja, so weggehauen, dass ich erstmal andere Filme brauchte. Und ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den aktuellen Releases von Uncut TV. Alles schön eingepackt, das finde ich immer super. So. Und als erstes hätten wir den Film Blood Gorge. Ja, soll so ein bisschen an die 80er Jahre Slasher anknüpfen. Der Film, der ist von Victor Gabriel. Ja, der sagt mir jetzt nichts, aber wie gesagt, ich bin auch so in der Independent-Szene nicht ganz so zu Hause und fachkundig. Ja, aber wir arbeiten dran. Ne? Ich bin also momentan wirklich vieles am Gucken und kann man auch von hinten zeigen. Jawohl, so sieht der von hinten aus. Wirklich ein sehr, sehr gelungenes Motiv, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mache die auch direkt mal auf, weil so lange wird das Video eh nicht gehen. Also können wir uns auch da ein bisschen Zeit lassen zum Schauen. Ja, so sieht die DVD, ein Film von Victor Gabriel. Ja. Sieht schon richtig cool aus, ne? Sogar mit Autogramm vom lieben Flo. Ja, feiere ich total. Dankeschön. Jetzt mal nochmal das gleiche Motiv wie auf dem Pappschuber. Ja, wirklich richtig, richtig schön. Ja, hat sich Uncut TV auf jeden Fall richtig viel Mühe gegeben. Und ja, hier steht es auch drauf: eine Hommage an die Slasher-Filme der 80er Jahre. Ja. Ich habe die 489 von 500 und der Film hat eine Laufzeit von 40 Minuten. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Die werden jetzt sehr zeitnah geguckt, weil die gehen ja auch nicht sehr, sehr lange. Und ja, wie gesagt, der gefällt mir schon mal optisch sehr, sehr gut und ja, sieht auch richtig cool aus. Ja. Ja, auch keine Zähne dabei, muss man ja mal bei YouTube ein bisschen aufpassen. Ja, und dann hätten wir als nächstes den Film Zombies from Sektor 9. Ja, wie im Titel geht es sich hier um Zombies. Der Film wäre von Zeus Robb. Und ja, auch hier finde ich das Covermotiv ziemlich cool. Ja. Hier hätten wir auch die Rückseite. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Auch den machen wir natürlich auf und gucken auch mal rein. Oh, die Rückseite, ja, da muss ich vielleicht mal ein Fingerchen drauf halten. Die Vorderseite geht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, freue ich mich auf jeden Fall riesig, wieder neue Filme, ja, in meiner Independence-Sammlung zu haben. Ja. Die anderen Filme, wie gesagt, die kommen erst am 15. Juni, werde ich euch natürlich dann auch zeigen. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall zeitnah euch diese zwei Releases schon mal zu zeigen. So, das wäre die Rückseite, auch wieder mit Signatur vom lieben Flo von Anka TV. Ja, besten Dank dafür. Und ja,
freue ich mich auch drüber. Der Film hat eine Laufzeit von 87 Minuten. Ja, sind natürlich auch ein paar Extras dabei, ne, Behind the Science und ja, Shortfilm und Slideshow und auch Trailer sind hier drauf. Und ja, Kärtchen haben wir auch. So sieht der von innen aus. Und ja, ich glaube, hier sind auch noch zusätzliche Filme drauf. Hier steht auf jeden Fall Chainsaw Massacre und Undead Motherfucker. Darf man ja eigentlich gar nicht sagen, so ein böses Wort. Ja, ziemlich, ziemlich cool. Ja. Habe ich auf jeden Fall jetzt nach meinen Nachtschichten was zu gucken. Ja, Zombies, ja, From Sector 9 und Blood Gorge. Ja. Ja, lieber Flo, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Film, die du mir geschickt hast. Ja, den hatte ich auch noch nicht von innen gezeigt. So sieht dieser von innen aus. Wirklich sehr, sehr geil. Freue ich mich auf jeden Fall riesig, mir die beiden anzugucken. Ja, und wie gesagt, die Filme, die jetzt dann noch am 15. Juni kommen, ne, ich werde euch da oben ein paar Bilder einblenden. Und zwar wäre das einmal der Film Traces of Snuff Mixtape. Ja, den habe ich mir dann natürlich auch schon vorbestellt. Und der Film wäre von Simon Spachmann und ja, ist halt ein Fake-Snuff-Film. Also auf jeden Fall wirklich, denke ich mal, wird das ein hartes Kaliber werden. Also ja, für alle Gorehounds genau das Richtige. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, ja, wie der auch sein wird. Und ja, dann hätten wir noch den Film, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig vorlese, und zwar Goranography. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das wäre der vierte Film und der Film wäre von Tony Newton. Ja, der sagt mir auch nichts. Wie gesagt, die Filme sind alle auf 100 Stück limitiert. Die kommen auch in einer Hardbox, also nicht in einem Pappschuber, sondern in einer Hardbox. Und ja, bin ich mal gespannt, wann sie kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drüber, ja, mal wieder neue Independence-Filme zu schauen. Und ja, damit wären wir eigentlich durch. Ne? Heute mal ein kurzes Video. Ja, wie gesagt, muss auch gleich in die Nachtschicht gehen und von daher hat sich das dann angeboten. Ja, als nächstes wird dann das Unboxing, ja, vom zweiten Paket vom lieben Filmfreak Marcel kommen. Und ja, machen wir nochmal den Schnelldurchlauf. Ne? Einmal hier Blood Gorge. Ja, eine Hommage an die Slasher der 80er Jahre und einmal hier Zombies from Sector 9. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, zumal auch hier, ja, so die Storybeschreibung ziemlich lustig klingt. Und zwar wird hier ja, ein Penner, ja, zum Zombie-Killer. Ja. Ja, so kann man aufsteigen, ne, ja, auf seiner Karriereleiter. Ne? Ja, ich erinnere mich so ein bisschen so an Olaf Ittenbach Prometheus, ne, der liebende Familienvater mit dem riesen Konenschwert, der danach ja da, ja, alle Zombies da am Zermetzeln ist. Absolut cool. Mal gucken, ob der Film genauso witzig sein wird. Ne? Bin ich auf jeden Fall mega, mega gespannt drauf. Und ja, noch ein Stückchen trinken. Da sind wir durch. Dann wünsche ich euch erstmal allen ein schönes Wochenende. Bleibt mir vor allen Dingen gesund. Und ja, wenn ihr jetzt, ja, bei meinen nächsten YouTube-Videos mal immer irgendwelche Veränderungen seht, ja, stört euch das nicht dran, weil ich bin momentan so mich da so ein bisschen am Ausprobieren und ein bisschen am Experimentieren, dass das alles ein bisschen besser und schöner auf meinem Kanal wird. Und mache ich natürlich alles für euch. Ja, ihr wisst, ihr seid die besten Abonnenten der Welt und da muss man ja auch ein bisschen was machen, ne? Dass das auch alles für euch interessant bleibt. Und ja, würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Das wird auf jeden Fall wieder
sehr, sehr lange werden. Also da könnt ihr schon mal wieder was gefasst machen. Das sind wirklich jetzt noch zwei Riesenpakete, die ich noch auspacken muss. Und ja, ich glaube, dann kann ich so meinen restlichen Projekten endlich nachgehen. Ja, die ich jetzt alle so ein bisschen nach hinten schieben musste. Ja, wegen den ganzen schönen Mystery-Pakete, aber das ist mir auf jeden Fall wichtiger. Ja, also wenn mir schon lieben Menschen irgendwas was schenken, dann würde ich auch da zeitnah das Video zumachen. Und ja, wie gesagt, liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, bleibt mir alle gesund. Ja, erholt euch gut. Soll ja ab Sonntag auch wieder schöner werden, das Wetter. Ja, ich muss leider durcharbeiten, nützt nichts. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tom.